Herzlich willkommen bei Franz kocht auf. Heute backen wir auf einen Kärntner Rheinling, ein Hefe-Germteig-Gebäck aus dem Kombidämpfer. Backen wir es an. Für unseren Germteig brauchen wir lauwarme Milch, einen Würfel Hefe, 750 Gramm Weizenmehl, 125 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Staubzucker, Salz, einen Esslöffel Rum, zwei Hühnereier. Den Germ lösen wir in lauwarmer Milch auf, dann geben wir das Mehl dazu, die Butter, den Staubzucker, Salz, einen Esslöffel Rum und zwei Eier. Nun wird der Teig von Hand oder am besten mit einer Küchenmaschine 10 Minuten gut durchgeknetet. So lange kneten, bis sich der Teig gut vom Kesselrand löst. Jetzt nehmen wir den Teig raus. Jetzt muss der Teig langsam gegärt werden. Eine Stunde lang, und ein Kombidämpfer besitzt eine Ofenfunktion, die Gärstufe. Da ist wenig Dampf drinnen, so bleibt der Teig schön feucht. Wir müssen nichts abdecken und nach einer Stunde können wir weiterarbeiten. Der Kärntner Rheinling hat eine sehr gehaltvolle Fülle. Und die Zutaten der Fülle sind je nach Region oft ein bisschen unterschiedlich. Wir verwenden geriebene, geröstete Haselnüsse, Rosinen, Zimt, gemahlen, einen Teelöffel Vanillezucker, Kakaopulver und zwei Esslöffel Rum. Damit wir einen sehr aromareichen Geschmack erhalten, reiben wir eine unbehandelte Zitrone ab und den Saft der Zitrone werden wir auspressen und mit der Füllung marinieren. Damit dieses traditionelle Gebäck zum Rheinling wird, brauchen wir eine Rhein. Eine Rhein ist ein Kochtopf, eine Kasserole, ideal auch ein emailliertes Geschirr, es kann aber auch ein längliches sein. Man schmiert es kräftig mit Butter ein, damit es nicht haften bleibt und hängen bleibt. Der Zucker karamellisiert am Rheinlingsrand. Die Stunde Gärzeit ist vorbei. Wir holen den Teig aus dem Garraum und jetzt werden wir den gegärten Teig ausrollen. Es muss genügend Mehl auf der Arbeitsfläche zum Stauben sein und jetzt versuchen wir es möglichst rechteckig auszurollen. Die Füllung wird jetzt aufgetragen auf den Teig. Damit aber eine Verbindung ist und das ein bisschen haften bleibt, werden jetzt so zwei Esslöffel Butter flüssig gemacht und der Teig wird jetzt über die ganze Fläche damit eingestrichen. Jetzt wird die Füllung auf diesen ganzen Teig oben verteilt. Das geht am besten mit den Händen. Da in der Teigmasse und in der Füllung sehr wenig Zucker ist, kann jetzt nach Bedarf Zucker dazugegeben werden. Wir nehmen da schönen braunen Zucker und geben jetzt hier 3, 4 und heute 6 Esslöffel Zucker dazu. Jetzt wird der Teig eingerollt, damit wir eine Schnecke erzeugen, eine schöne Form kriegen. Den gefüllten Teig drehen wir jetzt in einer Schneckenform in diesen Rheinling ein. Wir beginnen außen, am Rand, dann hat es eine noch schönere Form. Wir stellen den rohen Teig in den Garraum und gären wieder 30 Minuten. Die Gärung vor dem Backen ist jetzt abgeschlossen. Der ist wunderbar schön aufgegangen, ganz locker, und jetzt müssen wir ihn sanft mit viel Dampf backen. Den Rheinling aus dem Garraum nehmen und noch im heißen Zustand lösen wir den vom Topfrand. Und wenn der Rheinling gut ist, sollte er sich auch ohne weiteres stürzen lassen. Auskühlen lassen, aufschneiden oder gleich heiß aufschneiden und warm servieren. Bis zum nächsten Mal bei Franz kocht auf.